an Curtis Craig auch wieder von W. Von einem Wunschtraum. Betreffträumen, okay. Ich träume schon von dir. Wir lieben uns in einer Hütte bei heulendem Wind draußen. Die Hütte wird vom Wind zerfetzt, aber das ist uns egal. Wir machen weiter. Wir schwitzen, stöhnen, schreien und der Wind nimmt uns mit und dreht uns in der Luft. Und da wache ich auf und bin ganz heiß auf dich. Ah. Ja, weißt du ja nicht. Das hat nur noch niemand gesagt. So. Ordner beschränkter Zugang an alle Angestellten im dritten Stock. Beschränkter Zutritt. Ich habe viele Gerüchte und Spekulationen über die Bereiche gehört, denen die Angestellten im dritten Stock keinen Zutritt haben. Ich möchte betonen, dass der Zutritt zu diesen Bereichen zu ihrer Sicherheit und zur Sicherheit der Verbraucher beschränkt wurde. Die Hygieneräume im Kellergeschoss müssen frei von Partikeln und Schmutz bleiben, damit unsere Produkte sicher und zuverlässig sind. Die Labore im vierten Stock sind wegen der teilweise giftigen und hochflüchtigen Chemikalien, die bei der Farmproduktion verwendet werden, nicht zugänglich. Bei Winetech sollten wir alle im Team zusammenarbeiten und andere Abteilungen respektieren. Oh, da ist geschrieben. Keiner will sie schließlich draußen halten, ganz im Gegenteil. Wir wollen, dass sie drin bleiben. In der Winetech-Familie, meine ich. So. Der 10 bis 20 MB Anhang ging ja, also geht ja heute, glaube ich, noch nicht mal großartig. Also ich weiß, dass mein Vater damals immer die Bilder, die er geschickt hat, extrem runterkomprimiert hat, weil halt AOL irgendwie nur 12 oder 15 MB pro Mail hatte. Und dann irgendwann habe ich halt mal erklärt, dass er halt dann irgendwelche Uploader dafür benutzen soll, also One-Click-Hoster. So, André Caponi. Wir haben gewonnen. An alle Angestellten. Ah, von der Rechtsabteilung. Cool. Falls Sie nicht gehört haben, Wintech hat das Verfahren, das Frau Finola Genta oder Jetta gegen uns, wegen unserem Slimori-Schlankheitsprodukt angestrengt hat, gewonnen. Wir haben dem Gericht beweisen können, dass erstens Frau Jettas Leber. Erstens Frau Jettas Leber machte. Nicht wegen dem Slimoril, sondern wegen übermäßigen Genusses von Mündspülung klappt. Aha. Hör auf. So schlecht schmeckt das ja auch nicht, das Zeug. Forscher wurde nicht wegen dem Slimoril blind, sondern weil sie vor dem Farbfernseher gelesen hat. Aha. Aufpassen. Und Frau Chenters Haar war bereits blau, bevor sie anfing, das Produkt einzunehmen. Wir gratulieren den Rechtsanwälten von Wintech dazu, dass sie es erneut geschafft haben, den Ruf eines völlig harmlosen Produkts zu retten. Zur Feier des Tages, unseres Sieges, gibt es Slimoril im Firmenladen die ganze Woche zum halben Preis. Okay. Also wir hatten tatsächlich im Wohnzimmer damals noch einen, ich weiß nicht wie lange, aber hatten wir noch ein schwarz-weißes Fernseher stehen. Der einzige Farbfernseher war der im Schlafzimmer von meinen Eltern. Ich weiß gar nicht, wann wir den ausgetauscht haben. Na, Trevor hat nochmal geschrieben. So, einen schönen Montag. Laufen zwei Kobolde an das Kirchentor. Der Pfarrer öffnet und fragt, kann ich euch irgendwie helfen? Einer der Kobolde tritt einen Schritt vor, der zweite hält sich eher im Hintergrund und sieht irgendwie besorgt aus. Sagt der erste Kobold, Herr Pfarrer, es gibt in dieser Kirche Koboldnonnen? Der Pfarrer antwortet, nein, nein, mein Sohn, die gibt's nicht. Darauf der Kobold, Herr Pfarrer, gibt es in dieser Region irgendwo Koboldnonnen? Der Pfarrer sagt, nein, nein, mein Sohn, gibt's leider nicht.
Da ruft der Kobold wieder. Herr Pfarrer, gibt es denn in ganz Irland irgendwo Kobold? Und der Pfarrer wieder, nein, nein, mein Junge, gibt's nicht. Also fragt der Kobold, Pfarrer, gibt es denn irgendwo auf der Welt Koboldnonnen? Der Pfarrer antwortet, nein, nein, mein Sohn, nicht eine einzige. Darauf fängt der erste Kobold an, sich halb tot zu lachen und knufft seinen Freund. Ha, brüllt er, ich hab dir doch gesagt, dass das ein Pinguin war, mit dem du gebumst hast. Naja, auch schön. Ja. Ja, wir hatten im Wohnzimmer hatten wir auch die Couch sehr dicht davor stehen. Vor dem Fernseher. So, was haben wir dir im Ernst? Danke für den Witz, Kumpel. Witzig. Okay. Auch mit einem Witz zurückgeantwortet. Ein kleines Mädchen läuft mit ihrem süßen kleinen Welpen in Dublin die Straße runter. Pfarrer kommt ihr entgegen und lächelt sie an. Du bist aber ein goldiges Mädchen, sagt der Pfarrer. Und wie heißt du? Lüte, sagt das Mädchen. Blüte, ruft der Pfarrer. Das ist ja ein wundervoller Name. Wie kommt es, dass deine Eltern dich Blüte genannt haben? Naja, sagt das Mädchen. Als meine Mutter mit mir schwanger war, ging sie an einem wunderschönen blühenden Baum vorbei, als eine einzige Blüte direkt vor ihr herabfiel. Das ist aber eine schöne Geschichte, sagt der Pfarrer. Und wie heißt denn Hühnchen? Das heißt, er heißt Schweinchen, sagt das Mädchen. Schweinchen, ruft der Pfarrer erstaunt. Das ist aber ein goldiger Name. Wieso heißt der Schweinchen? Er bumst Schweine, sagt das kleine Mädchen. Ja. Sarkastische Antwort. Das war also der bedeutsame Augenblick in deinem Leben, der dich zum Schwulsein konvertiert hat, was? Ja. So, Joyce hat noch geschrieben. Hi Baby. Ich wollte dir nur sagen, dass ich an dich denke. Mach's gut heute Morgen, ich liebe dich. Oh, wir könnten auch, okay. Ernsthaft Antwort? Danke, Joss. Ich wünsche dir auch einen schönen Vormittag. Sehr, ja. Als ich den Zettel von dir in meiner Briefablage fand, mein Liebster, wäre mir fast Flügeln des Glücks gewachsen, um zu deiner Box rüber zu fliegen. Müsste nicht mein Liebster heißen? Oh, klar, das wird ein toller Tag. Das hier ist der beste Job überhaupt. Ich freue mich so sehr, dass ich kotzen könnte. Dann machen wir die witzige. So, dann gucken wir mal gerade, was hier zurückgeschrieben wurde. Was soll das heißen, danke für den Witz? Das ist eine wahre Geschichte. Mir sind direkt Tränen in die Augen gestiegen, als ich sie gehört habe, du Trampel. Oh. Armer, leichtgläubiger Trevor. So, das waren dann die E-Mails. Ist hier noch irgendwas Neues? Wahrscheinlich nicht. Dann, Postal-Ware-Mail-System. Postal 2 zum Beispiel. Loggen wir uns erstmal aus. Na gut. Haben wir jetzt hier irgendwas noch zu tun? Je seltener ich Paul Allen Warner sehe, umso besser geht. Ja, dann lassen wir das. Ja, ihr habt jetzt auch nichts mehr zu erzählen. Mal einfach hier. Gut, dann versuche ich mal irgendwie wieder rauszukommen. Erstmal einen Schluck trinken. Oh. Why look. There's a lion at the watering hole. Hardly. More like a wildebeest. I like you, Curtis. There's more to you than meets the eye.
Ja, das war auch wieder eine Szene, wo ich glaube, da haben sie im Deutschen ist einfach nochmal die Szene gespielt worden oder abgespielt worden, wo halt alleine was zu trinken holt. So, wie komme ich jetzt hier wieder raus? Ja, okay. Das war ein Akt. Ja. Hier ist mit da irgendwas Neues. Oh, hi Therese. Wie geht's dir? Ich bin geil. Wie bitte? Oh, du hast schon verstanden. Reden wir nicht drum herum, Curtis. Ich finde dich sehr attraktiv. Hör zu, Therese. Ich habe eine Freundin, die... Das ist mir egal, verstehst du? Ich will auch nicht nur mit dir tanzen gehen. Ich will dich ganz. Ich will dein Fleisch. Schweiß. Ja, dann mach doch. Genau. Ja, ob das... Ist ja nicht umsonst ab 18 geschaltet. Ich glaube, du sollst jetzt langsam vielleicht doch wieder woanders gucken. Nicht, dass du noch auf dumme Gedanken kommst. Aber irgendwie ist hier... nichts Neues, wie mir scheint. Mit dem Schraubenzieher irgendwas hier ankratzen? Nö. Da hinten irgendwas machen? Ah. Ich glaube, das hatte ich auch in der Vorschau von Steam gesehen. Genau, das wäre auch eine Idee. Mit dem Schraubenzieher vielleicht aufhebeln? Ja, ich glaube, das ist einfach das Firmenlogo. Vielleicht ist es auch beides. Ein Firmenlogo aus 10. Ja, fertig machen, Zähne putzen. War noch irgendwas drin von Interesse? Nö. Hm.
So, dann räum bitte nochmal auf. Immerhin haben wir jetzt was Neues entdeckt. Können wir eigentlich an unserem Bericht irgendwie weiterschreiben? Ich meine, er tippt halt eine Runde rum, aber viel scheint es im Moment noch nicht zu bringen. Locken wir uns halt nochmal ein. Was? So. Okay. Unfreiwillig komisch das Ganze. Hallo Curtis, du elender, geistesgestörter Hurensohn. Ich bin nicht geistesgestört. Nein, aber deine Mutter ist geistesgestört. Das war nicht immer so. Da hast du recht. Sie war nicht immer die gewalttätige, sappernde, lallende Irre, zu der sie geworden ist. Du hast sie dazu gemacht. Nein, hab ich nicht. Ich war erst 6 Jahre alt. Ja, ein 6 Jahre altes kleines Monster, das deine Mutter in den Wahnsinn und zum Selbstmord trieb. Nein! Ja, genau das habe ich auch gerade gedacht. Du fetter Hurensohn, hey, ich bin nicht dick. Mit welchem Kommentar? So, hast du noch irgendwas zu erzählen? Ah, wir können mit dir jetzt nicht wieder reden. Cool. Trevor, entschuldige, ich muss mit dir reden. Irgendwas stimmt nicht mit mir. Ich habe Halluzinationen. Curtis, Curtis. Hör zu. Das wird schon wieder. Lass uns doch ein paar Minuten rausgehen. Ich schicke Tom ein E-Mail. Er hat bestimmt nichts dagegen, okay? Okay.
Ein paar Minuten rausgehen, sprich, wir gehen halt irgendwo in ein Restaurant und essen zu Mittag. Okay. Ein E-Mail. Also das ist das erste Fanal, das zweite nicht. Okay, ja. Alles klar. Dann mit dem Kellner was anfangen. Sie an. Die Herren machen also blau. Wirklich, ihr solltet euch schämen. Das Wort Scham gehört nicht zu meinem Vokabular. Offenbar doch, du hast es gerade benutzt. Man sollte eben seine Weisheit nicht an Heteros verschwenden. Ihr seid alle seltsam. Können wir dem Kellner vielleicht noch irgendwas zeigen? Von unserem Inventar. Wir bezahlen und gehen heim. Ne, scheinbar nicht. Also Kumpel, ich hab dich in der Falle. Na los, sag schon, was ist heute passiert? Nein, ich hab was gesehen, das ist alles. Bloß war das gar nicht da. Das war's schon. Ach, der ist in Bayern und... Nee, in Bayern unterwegs? Gabriel Knight 2. Wäre vielleicht auch mal noch irgendwann eine Idee. Die soll ja auch ganz witzig sein, die Reihe. Ich bin dein bester Freund, du kannst mir alles sagen, das weißt du. Ja, ich weiß. Ich hab dir doch erzählt, dass meine Mutter durchgedreht hat und mein Vater mich verlassen hat, als ich klein war. Ja. Das ist nicht wahr. Ich hab selbst geglaubt, aber vor ein paar Tagen da habe ich mich daran erinnert, dass sie sich im Schlafzimmer erhängt hat. Ach. Meine Güte, das ist ja schrecklich. Jetzt verstehe ich, dass du ausgerastet bist. Wer Sie sind? Curtis, versteh mich bitte nicht falsch, okay? Aber hast du schon mal daran gedacht, Hilfe zu suchen? Ich meine, das mit deiner Mutter, das ist zu hart, damit wird kein Mensch alleine fertig. Ja, ich hab dran gedacht, aber ich will nicht zurück in die Anstalt. Nein, Trevor, da würde ich lieber sterben, echt. Niemand hat gesagt, dass du zurück musst. Ich dachte nur an einen Therapeuten oder sowas. Ja, okay, ich denke drüber nach, Trev. Sie möchten einen Tisch? Hör zu, außer dir habe ich das noch niemandem erzählt. Du sagst es doch nicht weiter, oder? Bin da natürlich nicht. Was glaubst du denn? Ich bin durch meine eigene Therapie derartig perfekt geworden, ich verrate nie Geheimnisse. Ich kann nicht mal mehr lügen. Scheißen muss ich auch nicht mehr. Wenn ich aufs Klo gehe, kommen aus meinem Bauch Rosenblätter raus. Okay, ich habe noch jede Menge zu tun. Ich stürze mich wieder in die Arbeit, solange ich noch dazu in der Lage bin. Ich auch. Gut, dass du mich daran erinnerst. Also, wie soll ich sagen? Auf die Plätze, fertig, los. Und schon rauschen wir ab. Wir zwei. Curtis, Trevor. Okay, dann geht's wieder zurück. Alles klar, war eine Gabriel Knight 2 Anspielung. Ja, finde ich aber tatsächlich schade, dass halt irgendwie, dass das mittlerweile halt so aufgehört. Also auch bei Filmen, einfach, dass dann Deutsche irgendwie Dialekt sprechen in den Filmen. Ist eigentlich ja ganz witzig, aber wahrscheinlich haben sie es halt eben nicht gemacht, weil sie Angst haben, dass sich dann Leute über Dialekte lustig machen oder die sich halt eben angegriffen fühlen, die Dialekt sprechen.
Samstag. Muss er was für trinken holen? Okay, diesmal werden wir nicht mehr gestört. Dann schauen wir doch mal, ob hier noch irgendjemand was zu erzählen hat. Nö. 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 Ah, du aber. Na, ist da jemand geil? Therese, ich hab nochmal nachgedacht über das, was heute passiert ist. Ich mag dich sehr, ehrlich, aber ich kenne da jemanden, der... Curtis. Hör einfach auf die Sprache des Fleisches. Dann weißt du, was du tun musst. Ich glaube, das könnte ja zu was werden. Ja, wie gesagt, irgendwo ist es halt echt witzig. Das stimmt schon. So, können wir jetzt vielleicht den Bericht weiterschreiben, ohne dass hier wieder irgendwas abgeht? Muss ja irgendwann noch fertig werden hier. Ja, das wird es wahrscheinlich sein. Nur an den materiellen Dingen interessiert. Oh. Was haben wir denn? Götz, Gar, Geider. Dem Rattenkönig, vergiss es. Rattenkönig. Gay. Man R, A, T, Rot. Ratio. Was können wir mit Rat machen? Raten, Radio, Raden. Ratten? Sind das jetzt mehr Buchstaben, wenn wir die weglassen? Way. Wird wahrscheinlich irgendwas mit Red sein, ne? Können wir auch sowas eingeben? Nee, können wir nicht. Wir müssen halt wahrscheinlich die an der richtigen Stelle drücken. So, wie ist es mit dem Red nochmal? Ja, Rattenkönig wäre Red, Red King, dann passt ja nicht. Ich glaube, da oben war gerade irgendwas. Ratten. Na, komm nochmal. Zeig dich. Link nochmal auf. Wo ich mich drauf konzentriere. Ach, da unten geht noch. Okay, ich glaube, das verschiebt sie einfach nur.
Tja, Ratio. Red Dog vielleicht? Jo, better. N, A, S, A. N, U, A, S, A, O, hm. Dem Rattenkönig, vergiss es. Können wir noch draus machen? Red Boy vielleicht. Wenn da mal ein D raus wird. B meine ich. LC, BD. Vielleicht von hinten mal anfangen? Scheint ja alles relativ random zu sein hier. Warte mal, wechseln die durch? Nee. Ach, oder müssen wir das nach und nach machen? Warte mal. Oh, fuck. Ein A bitte. Ja, T. Hier war gerade B, das hätte ich gern wieder. B, O. Red Bot. Red Born. Nee, Red Boo. Red Bon, Red Bots, Red Bots. Dem Rattenkönig, vergiss es. Bortas war auch schön. So, Red. Red 10 würde noch gehen. Die Ratten. Oder Ratten. Okay. Ah, alles klar. So, wie weit bist du jetzt gekommen? Englischen war es Red Bird. Ah, okay. Und nicht weiter. Neue E-Mails da? Uha. Wann scheint zu sein? Schönen Montag. Ah ja. Hey Maus, ich weiß, dass du einen sehr harten Tag oder einen harten Tag hast. Es kommt schon wieder ins Lot, keine Angst. Heute Nacht kriegst du eine richtig tolle Massage verpasst. Dann kannst du das alles vergessen. In Liebe, Joss. Oh, wie schön. Das haben wir als ernsthafte Antwort. Danke, Joss, freue ich mich schon drauf, okay. Eine Massage hört sich gut an, aber wenn du richtig aktiv werden willst, kannst du ja mal Bob mit einer Ladung Black Flag behandeln. Das soll auch bei die größeren Kakerlaken umbringen, hm? Klar, Joss, warum wärmen wir uns nicht gleich mit dem Happy Joy Joy Tanz auf? Hey, klingt gut, will ich auch. Nehmen wir die witzige. Bam.
Bitteschön. So, von Bob. So, und Curtis und Tom. Hey Curtis, ich wollte dir nur sagen, dass du die Tool-Dokumente ins falsche Unterverzeichnis getan hast. Ich musste den Termin einhalten und konnte sie nirgends finden. Sie waren dann im Verzeichnis für neue Produkte, wo sie doch im Verzeichnis für neue Kunden hätten sein sollen. Nichts Schlimmes, diesmal wurde kein bleibender Schaden angerichtet, aber wach mal auf und pass ein bisschen mehr auf, Freundchen Bob. Oh, der ist ja echt. Ich. Hallo da, ich wollte euch bloß mitteilen, dass ich ein Mörder bin. Ich habe meine Mutter umgebracht, habe sie dazu getrieben. Sie hat sich aufgehängt, weil ich so eine Missgeburt bin. Weil ich so ein Monster bin. Ihr hättet sie sehen sollen, wie sie, wie ihre Augen aus ihrem Gesicht stierten, wie faulende Kirschen. Mit ihrer Zunge, die ganz schwarz und lila und fett war. Und die Pisse, die an ihrem Bein herunter auf den Teppich lief. Du erinnerst dich, Curtis. Du erinnerst dich nicht. Du erinnerst dich, du Missgeburt. Alle Angestellten, ja. Weiß halt jetzt jeder Bescheid. Tierversuche? Von Joe Kellinger. Aufgrund des immer stärker werdenden Drucks von Tierschutzvereinen beendet Winetech offiziell alle Tierversuche am 1. des nächsten Monats. Leider müssen wir daher einige Angestellte entlassen. Nächsten Freitag um 12 Uhr mittags findet eine Abschiedsfeier für Dr. Fritz Royce Harman im Konferenzzimmer vierter Stock statt. Oh. Spende. Von Clarence Starkwater. Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass die Firma Winetech von nun an pro 1000 Dollar Reingewinn aus dem Medikament Uretrosatz ein Viertelcent an die Internationale Stiftung zur Rettung der Gummibaumschnecke spenden wird. Als wir feststellten, dass die Wohnräume dieser kleinen Nacktschnecke zerstört werden, weil wir Produkte des gelben südamerikanischen Gummibaus ernten, haben wir diese eher handhafte Lösung gewählt. Die Schnecken werden in die schwarzen Gummwälder Australiens umgesiedelt, die ihrer alten Heimat sicher sehr ähnlich sind. Ja, das sollte eigentlich ganz gut passen. Allerdings haben sie eine relativ weite Reise zurück, wenn sie einmal die Verwandten besuchen wollen. Trevor B. von Vögeln. Aha. Okay, geht ein Typ in die Zoohandlung. Dort sieht er einen total billigen Papagei. Er kauft also den Papagei und nimmt ihn mit heim. Er setzt den Vogel in einen Käfig und fängt an, seine Wohnung zu putzen, weil seine Mutter an dem Abend kommt. Er wischt gerade ein Regal neben dem Käfig ab und sagt zu dem Papagei, ein schöner Vogel bist du. Der Papagei antwortet, leck mich doch am Arsch. Der Typ ist völlig entsetzt und fragt, was hast du gesagt? Darauf der Papagei, du hast genau gehört, was ich gesagt habe. Arschloch. Dann kriegt der Vogel einen regelrechten Anfall und beschimpft den Typ nach allen Regeln der Kunst. Der wird sauber und stopft den Papagei in den Schrank. Der Papagei brüllt durch die Tür, lass mich raus, du Arschgesicht. Jetzt wird der Typ echt sauer und steckt den Vogel in die Gefriertruhe. Zuerst hört er, wie der Papagei sich wehrt und flucht, dann Stille. Jetzt denkt der Typ sich, oh nein, umbringen wollte ich ihn nicht, und öffnet die Gefriertruhe. Da sitzt der Papagei putzmunter auf einer Tüte gefrorener Erbsen und hat seine Flügel dezent gefaltet. Der Typ hält ihm den Finger hin und der Vogel lässt sich ganz vorsichtig darauf nieder. Der Papagei schaut ihn an und sagt in ganz eindringlichem Ton, es tut mir schrecklich leid, dass ich vorhin so unhöflich war. Es soll nie wieder vorkommen. Darf ich Ihnen eine Frage stellen? Der Typ ist völlig verdattert und sagt, ja klar. Daraufhin der Papagei, was hat das Huhn eigentlich angestellt? Einen frechen Dachs im Papageienkostüm, genau. Das wird es wohl gewesen sein. So, ernsthafte Antwort, du bist völlig verdreht. Witzige Antwort. Also da ist eine Frau, die sich mit einem totalen Arschloch verheiratet ist. So ein Typ, der mit nichts zufrieden ist. Er motzt sie morgens an, mittags und abends. Aber sie bleibt, weil sie ihn
weil sie den Fiesling liebt. Sie bleibt bei ihm, weil sie den Fiesling liebt. Er hat also Geburtstag und sie geht zur Zoohandlung, weil sie denkt, dass ein Haustier vielleicht, dass ihn ein Haustier vielleicht aufmuntern könnte. Sieht sich die Welpen und die kleinen Kätzchen an und ist ganz entmutigt. Die würde er bestimmt zum Frühstück verputzen. Sie will schon rausgehen, als sie einen absolut goldigen lila Vogel in einem riesigen Käfig bei der Kasse sieht. Sie will gleich wissen, wie viel der Vogel kostet, aber der Mann an der Kasse sagt, oh, den Vogel wollen sie bestimmt nicht. Das ist ein Kackvogel. Nee, ein Knackvogel. Vielleicht auch ein Kackvogel. Daraufhin sie, was ist denn ein Knackvogel? Er öffnet also den Käfig, greift unter die Theke und holt ein Kissen hervor. Er geht ein paar Meter weiter weg und sagt, Knackvogel, das Kissen ist da. Der Knackvogel rast regelrecht aus dem Käfig und zerstört das Kissen in ein paar Sekunden. Da war kein Stück Stoff oder Federn übrig, das größer als ein Krümel war. Dann geht der Knackvogel zahm wieder in den Käfig zurück. Den nehme ich, ruft die Frau begeistert. Den findet mein Mann bestimmt toll, der ist genauso fies wie er. Genau, sehr knackig. Sie kauft also den Vogel und nimmt den mit. Sie kommt zur Tür rein und ruft, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, Schatz. Ich hab dir das was ganz Tolles mitgebracht. Er latscht rein im versifften Unterhemd, Pantoffeln, smotzt sich drauf wie immer und sagt, ja klar, wahrscheinlich wieder was total Bescheuertes. Daraufhin sieht, nein, das ist gar nicht bescheuert, das ist ein Knackvogel. Wir öffnen den Käfig, damit er den Vogel anschauen kann. Er guckt bloß spöttisch und sagt, ein Knackvogel, meine Fresse. Wahrscheinlich ist das so ein Anti-Lachwitz, wo dann halt einfach keine Pointe ist. Wo man halt davon ausgehen soll, dass, dass der Vogel den Mann halt umbringt. Die Kid geht zurück zu seinen Kurzen und überlässt die Witz den Spezialisten. Wir schicken trotzdem das mit dem Knackvogel. Vögel, Vögel, beruflicher Werdegang. Von Jonas. Ah, hallo mein Sohn. Aus dir ist ja richtig was geworden, nicht wahr? Du hast mehr geschafft, als ich dir jemals zugetraut hätte, wenn man sich überlegt, dass du eigentlich im Bauch deiner Mutter hättest sterben sollen und uns damit viel Schmerz ersparen hättest. Ich glaube, es ist an der Zeit, dass du in meine Fußstapfen trittst. Um dich auf deine Beförderung vorzubereiten, wirst du eine nette kleine Akademie in Polen besuchen. Wird dir sicher Spaß machen? Fand das auch ganz toll. Vergiss nicht, dein japanisches Minzöl einzupacken. Der Gestank wird manchmal ziemlich extrem. Pack deinen Koffer, ich hole dich heute Nacht ab. Um Mitternacht. PS, vielleicht erkennst du mich nicht sofort wieder. Ich habe ziemlich viel Fleisch verloren. Ich bin der mit der Kette aus Augen und Zähnen. Papa. Ich glaube, der kriegt ein paar seltsame E-Mails, der Kollege. Der Sniles. Gut gemacht. Verkaufszahlen für diesen Monat. Gute Neuigkeiten für alle. Die Verkaufszahlen für unseren Entzündungshemmer Furo 616 sind in Rekordhöhen gestiegen. Unter dem Markennamen Swell Ease hat das Produkt die besten Verkaufszahlen seit Itch Out. Wir gratulieren. Außerdem steigen die Verkaufszahlen für unser neues Antidepressivum AHJJ13 trotz der gerichtlichen Verfahren stetig an. Andre C. aus der Marketingabteilung hat mir versichert, dass die Kläger keine Aussicht auf Erfolg haben. Gut gemacht. Dann gibt es hier noch eine Gebäuderenovierung. An alle Angestellten. Hallo. Wie ihr wisst, ist das Wintec-Gebäude mittlerweile 50 Jahre alt. Die alte Dame ist in prima Zustand, aber sie muss wohl ein wenig geliftet werden. In den nächsten 3 Wochen bleiben also die Hintereingänge geschlossen, damit wir den ganzen Bereich neu streichen, kacheln und ganz allgemein aufputzen können. Das ist zwar leider unpraktisch, aber auf lange Sicht ist es das wert, um ein Gebäude zu haben, das schöner ist als die anderen im Industriegebiet. Danke für Ihr Verständnis. Berufliche Chancen. Von der Hölle. Sehr geehrter Herr Craig.
Wir betrachten ihren beruflichen Werdegang bereits seit einiger Zeit und haben uns dazu entschlossen, ihnen ein Angebot zu unterbreiten. Wir wissen, dass sie gegenwärtig als Texter arbeiten, glauben jedoch, dass ihre natürlichen Talente im Bereich Mord überwältigend sind. Wir glauben, dass sie mit etwas Übung der nächste Ted Bundy oder Jeffrey Dahmer werden könnten. Wer weiß, vielleicht schaffen sie es ja auch, ein zweiter Hitler oder Stalin zu werden. Bitte übersenden Sie uns einen Lebenslauf sowie eine zerlegte Leiche mit einem halben Liter Ziegenblut. Das finde ich jetzt nicht so schön. Wir freuen uns darauf, mit Ihnen zusammenzuarbeiten. Asmodeus, Astaroth, Belial und Scratch GmbH. Hm. Da können wir nicht zurückschreiben. 30. Jubiläum an alle Angestellten. Hallo, nächsten Monat feiert unser Unternehmen sein 30-jähriges Bestehen. In Gaswerk Park wird ein Picknick für alle Firmenangehörigen veranstaltet. Genauere Informationen kriegen Sie noch. Und noch zu einem ernsteren Thema. In letzter Zeit gibt es hier ein bestimmtes Gerücht, das ich hiermit dementieren will. Das Gebäude wurde nie von der amerikanischen Armee für B-Waffen-Experimente benutzt. Dieses Gebäude, das Donnergebäude hieß, bevor es Wintech gekauft wurde, war im Besitz einer Forschungsgruppe mit dem Namen Future Physics. Ihre Experimente betrafen vor allem dem elektromagnetischen Feldern. Das Gerücht, dass im Keller noch tödliche Blutfieberviren lagern, stimmt ebenfalls nicht. Und nein, Abwassersysteme laufen auch keine, ich wiederhole, keine mutierten Salamander herum. Ah. B-Waffen, naja, Biowaffen halt. Wahrscheinlich war hier früher mal Umbrella drin. Obwohl, das sogar 2 Jahre vor Umbrella. Also vor Resident Evil. So. Ah ja, gut. Nö, ich glaube bloß. Ich glaube, ich nehme bloß Haarspray und ein Feuerzeug. Dann können wir zusehen, wie es knallt. Cool. Mann. Und wo können wir so einen Knackvogel herkriegen? Knackvogel hier. Warners Fresse, oh ja. Andere Kategorie B-Waffen, ja. Wer weiß. So, hier ist keiner mehr. Sind jetzt alle heim? Sieht so aus. Nö, nichts mehr. Dann raus. Da ist auch nichts mehr. Okay.
Vielleicht sollten wir nur noch mal reingucken. Okay. Man triggert es nicht mehr. Hier scheint sich aber, glaube ich, nichts großartig geändert zu haben. Ja, ich glaube, das wird nichts. So, Traumbaum. Was ist denn das eigentlich? Ah, das ist das Restaurant, okay. Hi. Schön, dass du da bist. So, was darf's denn sein, Monsieur Dame? Das gleiche wie immer? Sandwich mit gegrillter Peperoni, Honig und Käse für ihn und den vegetarischen Hamburger für die Dame. Eigentlich habe ich gar keinen Hunger. Ja, ich auch nicht. Wie wär's mit zwei von deinen berühmten doppelten Schokoladenshakes? Geht's klar, Boss. Also ich hätte schon Bock auf so ein Sandwich. Das wäre, glaube ich, gar nicht so verkehrt. Können wir so einen Schokoladenshake mitnehmen? Nö. Na, Liebling, wie war dein Tag? Oh, ziemlich viel Ärger. Oh. Danke. Weißt du, Curtis, ich will immer für dich da sein dürfen und ich will dir helfen, wenn es dir mal nicht gut geht. Das wäre einfach wichtig für mich. Du bist doch immer für mich da. Ich weiß nur. Ich will einfach... Am liebsten würde ich immer um dich rum sein. Das ist alles. Oh. Ah, sieh dir das an. Unsere beiden kleinen Turteltäubchen, wie süß. Mann. Ex nicht so laut. Wieso nicht? Warum versuchst du, diese entzückende Dame ständig vor uns zu verstecken? Ich an deiner Stelle ging bis ans Ende der Welt für die Kleine. Wahrscheinlich macht er das auch wirklich. Wollen wir mit dem Ding abstechen? Nö. Sachen benutzen. Ab nicht. Okay. Was ist mit dir, Jess? Curtis, ich weiß, am Anfang unserer Beziehung haben wir uns gesagt, das ist nichts Ernstes, nichts Verpflichtendes. Und dahinter stand ich auch, das musst du mir glauben. Nur, irgendwann hat sich etwas verändert. Ich liebe dich, Curtis. Ich hab nicht vor, dich zu bedrängen oder sowas. Ich will einfach nur bei dir sein. Nur... Ich will einfach bei dir sein. Oh, guck mal, die Rechnung.
Wahrscheinlich haben sie es rausgeschnitten, wo die Frames getrunken, Shakes getrunken wurden. Ist dann doch nicht so ganz uncut. Ja, aber die standen ja vorhin auch schon am Tisch, bevor der Kellner die gebracht hat. Erinnerst du dich noch an den Abend im Park? Mein Gott, war das heiß. Wir hatten altes Brot mitgenommen für die Enten. Und dann sind sie alle zu uns rübergeschwommen. Ich wusste nie, wie viel von den Dingern in so einen Teich reingehen. Und du? Du bist vor ihnen getürmt. Ja, die wollten mich auffressen. Und danach, als wir sie endlich los waren? Das weiß ich auch noch. Apropos Essen. Durch die Hitze war deine Haut weich wie eine Pflaume. Genau, wir haben uns ein Versteck unter einem Baum gesucht und sind jedes Mal zu Salzsäulen erstarrt, wenn jemand vorbeikam. Ich hörte dich atmen und stöhnen. Junge, Junge, war das sexy. Du warst so erregt, dass du es fast nicht ausgehalten hast. Töte den Uwe einfach. Töte sie genau wie deine Mutter. Ja, kommen schon gut rüber, die Dinger, das stimmt. Hier kann man halt noch was lernen.